Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Scheiße, ich wollte das Schwert abgeben, eigentlich mit aufnehmen. Also ich habe ihm das Schwert wiedergegeben. Ich hatte das Gefühl, oder Alexios hatte das Gefühl, dass er das verkauft hat und nicht verloren hat. Und nun ist wieder irgendwas mit Hethor los. Oder Hythor. Jetzt müssen wir mal gucken, was mit ihm los ist. Das ist neu. Ich war nur kurz beim Schmied. Und denn das? Hethor. Ah, mein Freund. Schön, dass du hier bist. Den Blick kenne ich. Wenn du einen Gefallen brauchst, sag's einfach. Nun ja, einen kleinen. Ein Söldner und alter Freund von mir hat sich einfangen lassen. Also soll ich ihn befreien? Leider kann ich solche Dinge nicht mehr selbst machen. Sonst würde ich dich nicht fragen. Na gut, ich mache es. Danke, mein Freund. Wenn du ihn befreit hast, bring ihn zum Strand. Dort liegt ein Boot, mit dem er entkommen kann. Sag mir, wo ich ihn finde. Er ist in einem Militärlager, nördlich von hier. Okay. Warum bist du so besorgt um einen Söldner? Er ist ein Freund. Habe ich nicht dasselbe für dich getan? Weißt du nicht mehr, welche Probleme Markus und du hatten? Ja, das stimmt. Ja, du hast recht. Wenn wir nicht aufeinander aufpassen, tut es keiner. Ja. Ich muss los. Dann hole ich jetzt mal deinen Freund. So, hat eigentlich der Sebi sich schon gemeldet? Wartet mal. Hätte ich auch vorhin gucken können. So. Wo ist das denn? Das muss ich annehmen, ne? Ach, Kacke, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ist das das? Ach, da. Da will ich aber gar nicht hin, oder? Doch, da will ich hin. Dann kann ich hier gleich noch die beiden Sachen machen. Dann ist das erledigt. So, wartet mal. Da. Kann man da sein Schiff eigentlich hinrufen? Ich frage ja nur für einen Freund. Pferd? Komm. Hops. Ella. Man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht bei diesem Spiel. Man merkt es gar nicht. Ohne grundlegend das Gefühl zu haben, ganz weit vorwärts zu kommen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber es sind einfach zu viele Sachen. Ich nehme ja nur einen Bruchteil davon auf. Den werden wir mal ignorieren. Ich hoffe, er ignoriert uns auch. Ja. Er hat uns in Ruhe gelassen. Ja! Ziege aber nicht. Ruhig. So. Wir brauchen Felle und Dinge zum Verkaufen. Was? Da war nix. Ich hab mich verguckt. Ich sag ja, ich habe immer einen Blick auf den Boden, damit ich sowas finde. Ah. Ja! Guter Ikaros. Ella. Was ist denn? Höhle des Pan. Muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Carlos. Die Höhle des Pan. Ella. Hier sind erstmal keine Wachen. Die sind in der Höhle, vermute ich mal. Da sind Leute gefangen. Zwei Hauptmänner. Hier sind auch noch welche. Noch ein Schatz, das war's wohl, ne? Okay, die Höhle des Pan. Die mit dem blutigen Kopf. Hehe, ich muss bloß raufkommen auf den Kopf. Wir haben ein Rätsel gelöst. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, was ich gekriegt habe. Ich bin so... Ich achte da nie drauf. Aber wir haben das Rätsel hier fertig. Das da. Das ist schön. So, dann geht das los, ne? Dann geht das los. Die Höhle des Pan. Hier finden wir bestimmt auch noch ein bisschen Material für den Ausbau. Oh, da steht der. Da
Da ist noch wer. Ja, das ganze Brüllen hat euch nicht viel genutzt, würde ich sagen. Hier oben ist was. Davon brauche ich elendig viel. Ein gebrauchtes Messer, na schön. Das nehmen wir auch mit. Der kommt hierher, ne? Komm mal her. Jetzt hat er dich entdeckt. So. Eine kleine Schnellspeichertaste wäre so schön. So schön. Die sind fast außer Reichweite. So. Kommt hier hoch. Ich hätte ihn angreifen können, habe ich nicht gesehen. Wurde er nicht geschnallt. Oh, nun spring doch einfach hin! Hund, duck dich. Das habe ich nicht geschnallt so schnell. Ich mache keine Fackeln anmachen. Ich weiß, dass das hier dunkel ist. Von wegen der Gegners. Aber hier kriegen wir ordentlich was. Die scheint weiter weg zu sein, ne? Da sind die Gefangenen. Guckt man von da dahin? Ja, das ist weiter weg, würde ich sagen. Das ist eindeutig weiter weg. Und der ist, kommt hierher. Das ist gut. Ich verstecke mich mal hier im Gebüsch. Was war denn das eben? Alexios. Was hast du da getan? So, das haben wir auch. Ja, so langsam dünnen wir die Herde aus. Das waren Wassertropfen, ne? Ich will nicht so lange warten. Wartet jetzt. Okay. Da drüben. Da reicht es ja, wenn ich die befreie. Oh, da ist noch einer. Da! Steh doch auf! So viel. Na, nun mach ihm. So. Den hatte ich nicht als Gegner gesehen. Was bei Hades? Ja, was denn? So. Drei Gefangene, ein Anführer und drei Schätze. Die Schätze sehe ich schon. Noch. So, wir müssen mal sehen. Wir müssen hier in diese Richtung gehen. Der ist da oben. Na, ich riskiere es mal. Da ist auch der andere Schatz. Eine
Nächste. Oh. Das war nicht, mit Absicht. Hauptsache, die fallen mir jetzt nicht in den Rücken, die Jungs. Du solltest Licht machen. Ach so. So, ein Zahn war auch dabei. Sehr schön. Die Höhle von Pan. Ob Grund das weiß, dass sie hier eine Höhle hat? Hm, was fehlt denn noch? Ein Schätzchen. Ach, eine Fackel. Deswegen hat sie vielleicht auch gebrannt. Ich bin jetzt mal mutig. Das will ich aber haben. Ach. Da ist noch mehr. So, muss alles mit. Ich renne hier nur lang und drücke auf die Y-Taste. 1710 Punkte, gut. Mal gucken, ob hier noch einer ist, der mich hauen will. Die hauen ab. Wahrscheinlich er. Holzstab. Wir haben seinen Stab. Ich sehe hier dauernd irgendwelche Reflexe. Da oben ist noch. Was war das? Gut. Da oben ist noch was? Findet ihr nicht raus? Das sind die Gefangenen, ne? Das ist aber auch eine verwinkelte Höhle, das gebe ich zu. Aber wir sind jetzt gleich draußen. Der hatte noch was. Wir haben es gleich geschafft. Schön, freut mich. So, dann suche ich mir jetzt noch hier oben eine Stelle zum Meditieren. Denn ich reise lieber am Tag. So. Schnell mal machen. Ich bin immer noch im feindlichen Mediterium. Territorium. So, Ziege. Her mit deinem Fell. Und mit meinem Pfeil. So, aber jetzt. So. Mal gucken. Auf die Karte, was die denn so meint. Da ist Hethor. Hethor nicht heiter. Quest. Hethor nicht heiter. Hethor nicht heiter. Das muss hier unten irgendwo sein. Da. Da ist sie. Oh. Ach so. Dachte, die wäre schon. Mir juckt das Auge. Ich kann eigentlich hier oben mit meinem Pferd reiten, was da... Ah, Kacke. Böses Schaf, Ziegentier. Jetzt bin ich ein Pfeil los wegen dir. Oh. Fell. Ruhig jetzt. 14 weiches Leder. Guckt euch das mal an.
Komm schon. Ist ja schlimmer wie bei Far Cry Primal hier. Komm schon. Das Gejage. Was soll man machen? Da ist er. Fliegen wir noch ein bisschen dichter ran. So. So, damit ich auch ja alles erwische. Nein, da steht noch einer. Ja, das müssten alle sein, ne? Na los, na los! Das schaffen wir doch. Oh. Ja! So, wie sieht unser Leumund aus? Gut. Na, wir haben schon wieder ein bisschen was zusammen, aber wir haben eindeutig Fellmangel. Eindeutig Fellmangel. Ella! Gehen wir am besten rein. Da hinten, ne? Ist da ein Eingang? Warte mal. Ja, da sehe ich ihn. Da sehe ich ihn. Dann bin ich hier einmal großflächig rum. Dann sehen die mich nicht so. Da ist ja auch was. Guckt mal, da gibt es noch ein paar Hölzchen. Und ein paar Eisenbrocken. Jo, hier freut sich keiner, mich zu sehen. Warum eigentlich? Ich bin so nett. Jetzt lassen wir den mal vorbeigehen. Geh mal weiter. Der geht weiter, ne? Ja. Weiter, weiter, weiter. Oh, was jetzt? Weiter. Weiter gehen. Er dreht sich um, er dreht sich um. Alles gut. So. Ich will... Scheiße. Wer war das? Ich. Komm mal ran hier auf den Meter. Der Weihnachtsmann. Pass mal auf, der hat ein Geschenk für dich. Und? Hat's dir gefallen? Der guckt hierher. Das ist ja sehr verlockend, den Typen da. Ne? Aber der guckt hierher. Ich hätte jetzt gern Feuerpfeile. Oh, ich bin gemein. Dann wird er da drinnen verbrennen. Den haben wir schon mal. Komm mal hoch. Komm mal hoch. Oh, na so nicht. Oh, weg, 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 weg. Der ist im Rage-Mode. Ich hab dir gepiekt ins Bein. So, okay. Der schläft da einfach weiter. Ist da noch einer? Nee, schläft hier. Der hat aber einen gesunden Schlaf, der Junge, ne? Okay. Jetzt schläft er noch besser. So, wie ihr wisst, erstmal das Lager plündern. Halt. Das Beste kommt zum Schluss. Und das ist der gefangene Freund.
Ah, da oben sehe ich noch was. Das brauchen wir. Das brauchen wir alles. Keine Fälle. Scheiße. Das sollte den Griff Athens um diese Region lockern. Drachmen. Fälle. Oh, Gott sei Dank. Halt. So, ist noch was? Haben wir alles? So, das Lager haben wir. Mein Dank ist dir gewiss. So, der läuft mir jetzt hinterher. Er läuft immer noch hinterher. Wo soll ich ihn eigentlich hinbringen? Warte mal, wir müssen mal richtig gucken. Da zum Wasser. Kann ich hier eigentlich vorbei? Kommst du da auch mit? Ich möchte ja kein Risiko eingehen. Das muss sein. Das auch. Eigentlich müssen wir zum Strand runter, ne? Dann machen wir das mal. Das ist aber ein anderer Strand. Ich sehe das schon. Ja, mein Navi ist nicht so besonders. Das ist von Tumpum. Ja, meins davon auf Arbeit. Das haben wir mal ausprobiert. Wo ich mit einer Kollegin zu einer Veranstaltung wollte. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für eine Katastrophe war. Kann man da lang laufen? Mal gucken. Dann können wir da unten lang gehen. Das hat uns so in der Irre geführt, das Teil. Ich habe nachher mein Handy angeschmissen. Und dann kamen wir auch, dadurch kamen wir dann auch zu spät, aber wir haben nichts verpasst. Aber trotzdem ist es ja ärgerlich, ne? Wir sind ja rechtzeitig losgefahren. Oh. Scheiße! Oh nee! Oh, diese. Das ist doch eine Kacke! Mann! Weiß ich, wo ich lang gehen muss? Das Ding. Ich bringe ihn trotzdem hin. Vielleicht erholt er sich. Vor allen Dingen ist die ganze Zeit nichts passiert. Wieso? Ich verstehe manches nicht. Ja, gut. Da ist Hedor. Der wird nicht froh sein. Scheiße. Leg ihn mal hier hin, dann sieht er ihn nicht. Dein Freund hat es nicht geschafft. Tut mir leid. Vielleicht ist es besser so. Was meinst du? Es ist nur die Reue eines alten Söldners, dass er nicht mehr tun konnte, solange die Leute, die ihm wichtig waren, noch lebten. Manchmal lässt uns die Vergangenheit nicht so leicht los. Hedor, nicht heute. Oh, ich bin fast auf 28. Gehst du jetzt ins Wasser? Warte. Ja, das wusste ich ja nicht. Da wäre ich mit ihm im Wasser gegangen. Schiffsdock. Kann man da das Schiff rufen? Das wüsste ich gern.
Na gut, das kriege ich offline raus, ne? Wir haben hier genug Mist gemacht. Pleiten, Pech und Pannen. Ich sag mal, ich mache in der nächsten Folge weiter. Denn schauen wir mal. Vielleicht mache ich noch eine. Denn Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!